So, sehr schön. Ich habe die Sache genannt, diese Predigt jetzt genannt. Die Sache mit dem Sündenbock. Die Sache mit dem Sündenbock. Du kennst den Begriff der Sündenbock und du kennst den Begriff, dass man jemanden in die Wüste schickt. Das ist eine coole Geschichte, weil das hängt nämlich direkt mit Yom Kippur zusammen. Gut, aber bevor wir uns mit Yom Kippur beschäftigen, möchte ich noch mal kurz was zu Rosh Hashanah sagen. Rosh Hashanah ist das jüdische, säkulare Neujahr. Das war jetzt gerade, wie gesagt, am 19.09. Und hier habe ich euch mal ein Bild von einem Schofarbläser mitgebracht. Und es ist so, es ist das Fest des Posaunenblasens, so heißt es bei Luther, der hat das falsch übersetzt, das ist das Schofarblasen. Und in den Gottesdiensten, in den Synagogen wird an diesem Tag genau 100 Mal das Schofar geblasen. Schofar steht für eine geistliche Waffe und es hat eine endzeitliche Komponente, weil wir einfach wissen, beim Schall der Posaune, nach unseren Übersetzungen, also beim Schofarklang, ist auch die Wiederkunft des Herrn. So, und in meiner Buchserie über die sieben Feste der Bibel, also sieben kleine Büchlein, über die sieben Feste der Bibel, da gibt es eben auch ein Buch über Rosh Hashanah und eins für Yom Kippur. Über jedes der sieben biblischen Feste habe ich so ein kleines Büchlein geschrieben, weil es einfach so unvorstellbar cool ist, was da drin enthalten ist. Wenn man da tiefer einsteigt, was das Alte Testament sagt, was wir vielleicht im Neuen Testament dazu finden, was es an jüdischem Brauchtum gibt, was das Ganze prophetisch für die Bedeutung hat, dann stellst du fest, da ist die Heilsgeschichte komplett drin. Ich sag mal, wie kodiert. Und das ist extrem cool, sich damit zu beschäftigen. Und da habe ich vor einigen Jahren diese Buchserie geschrieben, weil es ist so, weil es mich so sehr gesegnet und bewegt hat. Gut, und jetzt ist also Rosh Hashanah, Yom Truah ist der eigentliche biblische Begriff dafür, der Tag des Posaunenschalls. Und das ist der erste des siebten Monats. Und der siebte Monat ist der Monat, der Festmonat. Im Judentum. Das ist der Monat. Ja? Da fängt es an dem ersten mit, wie gesagt, Yom Truah. Dann kommen 10 Tage einer besonderen Zeit. Das ist die 10 Tage der Buße. Ne? Und das ist in dem gesamten Festzyklus die Zeit, die jetzt im Judentum am ernsthaftesten, am nachdenklichsten gefeiert wird, begangen wird. Ja, das ist so ganz ehrfürchtige Zeit. Ne? Es ist eine Zeit von 10 Tagen, die so herausgenommen sind. Und das ist exakt das, was momentan ist. Also während dieser Zeit befinden wir uns jetzt heute. Ne? Es ist eine Zeit für Reue, Zeit für Bekenntnis, weil man weiß, man bewegt sich jetzt auf den höchsten Festtag des ganzen jüdischen Jahres hin, eben diesen großen Versöhnungstag. Auf Hebräisch eben Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Das ist der heiligste Festtag im Alten Testament. Ne? So, Yom Kippur für unsere Zeitrechnung ist Sonntag. Ja? Sonntag beginnt Yom Kippur. Mit Rosh Hashanah gibt es also einen Start in etwas komplett Neues. Jetzt beginnt der siebte Monat, der Monat des Heils. Und wie gesagt, dann folgen diese 10 Tage. Und dann mit Yom Kippur passiert etwas Grandioses, der große Versöhnungstag. 3. Mose 25, Vers 9. Und du sollst im siebten Monat, am 10. des Monats, ein Lärmhorn erschallen lassen. An dem Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Also es ist ein Tag, an dem das Schofar erklingt. Im siebten Monat, am 10. Tag, da soll dieser besondere Festtag stattfinden. 10 Tage nach Rosh Hashanah oder Yom Truah, ja, diese besondere Zeit der Buße, kommt der große Versöhnungstag am 10. Tischri, so heißt der Monat, Tischri. Das ist ein Bußtag. Das ist ein Fastentag und wie ich sagte, der höchste in der Bibel überhaupt verordnete Feiertag. Ein furchtbarer Tag, so wird er genannt. Warum? Weil es
die Versöhnungsfeier mit Gott ist. Versöhnung. Nun, und da gibt es natürlich einfach mal diesen Unterschied. Du hast das Zeugnis von Sigrid gehört. Das ist neutestamentlich. Vergebung der Schuld. Was wir uns jetzt hier anschauen, und dann werden wir weitergehen, ist erstmal das Alte Testament. Wie war das denn da mit der Versöhnung? Wie war das denn da mit der Sündenvergebung? Die Bibel sagt, dass um Sünden vergeben zu bekommen, Blut vergossen werden muss. Eben ein Opfertier dargebracht werden muss. Es muss immer Opfer sein. Und gleichzeitig war es so, das waren ja nur Tiere, die waren immer stellvertretend. Die haben nie komplett gereicht. Das war immer nur ein stellvertretendes Opfer. Ein Opfer, was hingehalten hat auf etwas, was irgendwann mal kommen sollte, was das vollkommene Opfer war. Und wie wir wissen, ist das der Kreuztod von Jesus Christus. So, wenn wir also im Alten Testament lesen, dass es um Versöhnung geht und solche Sachen, dann ist das immer etwas, was auf Christus hinweist. Ja, die ganzen Opfer, diese ganzen Dinge, Brandopfer, Schlachtopfer, Schwingopfer, Morgenopfer, Abendopfer, Ganzopfer, gibt es glaube ich 20 verschiedene Sorten, alles weist letztlich irgendwie auf das vollkommene Opfer hin, Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit unsere Schuld eben getilgt ist. Gut, aber im Alten Testament, im Judentum oder damals im Volk Israel, da ist es so, dass es eben diesen besonderen Festtag gab. Und der hat es in sich, Yom Kippur, der heiligste Tag des Jahres. Es war der einzigste Tag, an dem im Inneren des Heiligtums ein Mensch, ein sterblicher Mensch, wirklich in die Gegenwart Gottes treten konnte. Ich werde gleich darüber noch sprechen. Es war die Möglichkeit gegeben, an den Gnadenthron zu treten, ja, in die Herrlichkeit des Herrn einzutreten. Es war ein ganz, ganz außergewöhnlicher Tag. So, jetzt Yom Kippur. Das Wort Kippur kommt aus dem hebräischen Kafar und bedeutet bedecken, zudecken, verhüllen. Und ich habe euch hier ein Bild gezeigt, das ist eine Kippa. Einfach eine Kopfbedeckung jüdischer Männer. Und das ist genau das gleiche Wort. Genau das gleiche Wort. Ja? Die Kippa ist die Bedeckung. Und der Yom Kippur ist der Tag der Bedeckung. So, Versöhnung wurde im Alten Testament als eine Bedeckung der Sünden verstanden. Der Schuld, der Vergehen. Ne? Es wurde bedeckt. Und an diesem Tag, Yom Kippur, folgte eben für das ganze Volk die Sühnung, die Bedeckung der Sünden. Und zwar der Sünden des ganzen Volkes. Wir schauen uns das gleich noch genauer an. An diesem Tag ging es darum, dass die Sünden des Volkes, im Grunde genommen seit dem letzten, vorherigen Yom Kippur, komplett getilgt werden. Ein super wichtiger Tag, der für uns als neutestamentliche Christen schwierig nachzuvollziehen ist, weil wir haben einmal Jesus als Opfer angenommen, das er für uns getan hat, und dann, wenn man es nicht wissentlich mit Füßen tritt und von sich weist, verliert man das eigentlich nicht, wenn man hinter dem Herrn her ist. Im Alten Testament war das anders. Da war die Schuld immer nur vorübergehend auf etwas anderes hinweisend getilgt. Und so ist das beim Yom Kippur ganz besonders interessant. Das war immer nur für die Zeit des vergangenen Jahres. Vom letzten Yom Kippur bis zu diesem, und dann wurde die Schuld getilgt. So, am Versöhnungstag sollte das Volk seine Seele durch Fasten erniedrigen. Es war absolute Vorschrift, weder zu essen noch zu trinken. Und dann, gemäß den Vorschriften, darf man sich auch nicht baden und nicht waschen und nicht mit Öl anreiben, kein Parfüm benutzen, keine Schuhe aus Leder tragen. Generell sich keinerlei Genuss gönnen. So war das zu verstehen. Und bis zum heutigen Tag ist es so, dass in ganz Israel an Yom Kippur der komplette Verkehr zum Erliegen kommt. Auch der Flughafen war immer geschlossen. Ja? Über einen Zeitraum von 25 Stunden und 10 Minuten, das hat was mit den Schabbat-Vorschriften zu tun, darf man nicht essen und nicht trinken. Ja? Und das Interessante dabei ist, dass in Israel 95% aller Juden, also auch die Säkularen, auch die, die überhaupt nichts mit irgendwelchem Glauben zu tun haben, tatsächlich diesen Yom Kippur feiern. Und sogar 3/4 hält das Fasten ein.
Und das ist interessant, weil Israel ist nicht, wir denken immer, das ist ein sehr religiöses Land. Eigentlich ist das durchaus eine ganz, ich sag mal, eine von der Gesellschaft her, wie sie lebt, eine fast normale westliche Gesellschaft, wo also sehr viele Sachen sind, die auch nicht so toll sind. Ja? Beispielsweise ist es ein Land, was ganz viel Okkultismus hat. Ja? Nur als Beispiel. Ne? So, aber trotzdem halten so viele Israelis dieses Fasten ein oder feiern diesen Tag. Und kein Mensch weiß, warum. Es sind nicht nur die paar Orthodoxen, sondern kein Mensch weiß, warum. Es ist wirklich ein Phänomen, was Gott in dieses Volk hineingelegt hat. 3. Mose 23, Vers 32. Ein ganz feierlicher Sabbat soll es für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Also Fasten im Verständnis des Alten Testaments. Am 9. des Monats am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern. Das wird als ein Sabbat bezeichnet. Ja, wenn du es nicht weißt, in Israel beginnt der Tag mit Sonnenuntergang. Dann kommt erstmal die Nachthälfte und dann kommt der Tag, sodass du also immer am Abend schon den Tag beginnst. Also wenn hier die Sonne untergegangen ist, haben wir eigentlich schon Schabbat, obwohl noch Freitagabend ist. Im Christentum geht es erst um Mitternacht in den nächsten Tag rein und für die Israelis, die Juden, geht es eben schon mit Sonnenuntergang, etwas früher. Gut, jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Ich habe euch hier ein Bild von der Stiftshütte mitgebracht. Die Stiftshütte ist von Mose nach sehr, sehr präzisen Angaben von Gott in der Wüste damals errichtet worden. Sehr genau. Und die Stiftshütte hat ein interessantes Schema. Du hast einen Vorhof und dann hast du das eigentliche, ich sag mal, Gebäude, das eigentliche Objekt. Und da gibt es einen Vorhang und dann kommt ein erster Raum, das Heiligste. Und dann gibt es einen weiteren Vorhang, das ist das Allerheiligste. Das heißt, du hast hier einen äußeren Umrandung, sage ich mal, mit einem Tor, in dem Fall aus Stoff, einem Tor davor. Ja, dann hast du das Gebäude und wie gesagt, darin zwei Räumlichkeiten, das Heiligste und das Allerheiligste. Und im Heiligsten standen drei Sachen. Und zwar die Menora, der siebenarmige Leuchter, der Räucheropferaltar und der sogenannte Schaubrottisch. Und im Allerheiligsten stand nur eine Sache und das war die Bundeslade. Gut, das ist wichtig, das müssen wir uns nämlich gleich anschauen. Jetzt schaut ihr mal hier den Tempel an. Bei dem Tempel ist das ganz genauso aufgebaut. Ja, der Tempel hat auch jetzt hier diverse äußere Umzäunungen und Abtrennungen. Aber das eigentliche Gebäude ist genauso aufgebaut. Du hast das Heiligste vorne und dann kommt der große Vorhang und dahinter dann das Allerheiligste. Gut, das ist sehr wichtig. Und im Allerheiligsten war eben dann die Bundeslade. Und in biblischer Zeit durfte nur an einem einzigen Tag, ein einziges Mal im ganzen Jahr, das geistliche Oberhaupt des Volkes, nämlich der Hohepriester, in dieses Allerheiligste gehen. In der Stiftshütte oder im Tempel. Nur ein einziges Mal im ganzen Jahr durfte ein Mensch hinter den Vorhang gehen, um Gottes Herrlichkeit zu sehen und da hineinzutreten. Ja? Ein einziges Mal durfte er sich der Bundeslade nahen, um Gott die Versöhnung der Sünden des gesamten Volkes darum zu bitten und ein Opfer darzubringen. Ja? Blut darzubringen. Wenn du die Bundeslade anschaust, da sind ja diese beiden Cherubim, kein Mensch weiß, wie sie wirklich ausgesehen hat, ja, es sind die beiden Cherubim, diese Engelsgestalten, und man sagt, dass dazwischen, auf dieser Deckplatte von der Bundeslade, dass dazwischen die Herrlichkeit des Herrn ruhte, ja, seine Gegenwart ruhte. Und die Bundeslade ist ist das Zeichen seiner Gegenwart, seiner manifesten Gegenwart, ja. Diese Platte nennt man den Sühnedeckel, die obere Abdeckung. Ne? Und dieses ganze Ding zwischen den Cherubim und diesem Sühnedeckel, das bezeichnet die Bibel als Gnadenthron. Gnadenthron, die Bezeichnung kennst du bestimmt. Manchmal kommt es in Lobpreisliedern vor. Gnadenthron ist dieses hier. Das ist das, was hier auf der
Bundeslade oben drauf ist. In der Bundeslade selbst waren die Gesetzestafeln von Mose, diese Steintafeln, ein goldener Krug mit Manna und der Stab Aarons, der geblüht hatte. Gut. Yom Kippur, das Yom Kippur-Opfer ist das wichtigste Opfer deshalb im gesamten Jahr. Und die Besucher waren zu Zehntausenden gekommen, um dieses mitzuerleben. Und das war, kannst du dir folgendermaßen vorstellen. Es gab drei große Wallfahrtsfeste, wo eigentlich angeordnet war, dass jeder Mann kommen musste. Und das Laubhüttenfest, das war ein solches Wallfahrtsfest. Das fand 4 Tage später statt. Ja? Alle mussten kommen. Und weil jetzt dieser Festtag natürlich so besonders war, haben viele Pilger sind vorher schon gekommen, um diesen besonderen Festtag eben auch in Jerusalem mitzuerleben. Und dann beim Laubhüttenfest, wo sie alle da sein sollten, eben dann fröhlich zu feiern. Und jetzt ist es so, auf dem Tempelplateau zur Zeit Jesu hatten etwa 400.000 Leute Platz. Aber es waren viel mehr Pilger da. Ich habe dir hier mal ein topografisches Modell als Foto gezeigt, mitgebracht. Hier siehst du eigentlich, dass das Tempelplateau nicht irre hoch ist, sondern es ist von anderen Hügeln und Bäumen umgeben, Bergen umgeben. Ja, beispielsweise hier auf dem Bild kannst du den Ölberg sehen. Und es war so, sagt man, dass überall auf diesen Hügeln um Jerusalem herum, wo man das sehen konnte, waren alles mit Pilgern voll. Und die Pilger standen dort und haben geguckt, was passiert. Auf dem Tempelplateau und überall, wo man irgendwie nur sehen konnte, was da geschah. Jetzt musst du es dir so vorstellen, die standen in der glühenden Hitze, nichts zu essen, nichts zu trinken. In komplett ruhig. Kein Mensch hat ein Wort gesagt. Das war wirklich besonders, weil es ging um das wichtigste Opfer des ganzen Jahres. Es ging darum, dass die Sünde des Volkes vergeben wird. Das war etwas ganz Entscheidendes. Ja, und es wird berichtet, dass es absolut still war. Völlige Ruhe, völlige Konzentration. Weil die Leute wollten genau mitkriegen, was da auf dem Tempelplateau passiert. Und der Dienst, den der Hohepriester machen durfte oder sollte oder musste an diesem Tag, war sehr kompliziert. Also da gehe ich auch nicht wirklich in die Details rein, weil das ist richtig kompliziert, was er da alles verrichten musste. Denn eigentlich war er der Einzige, der wirklich an diesem Tag Opferdienst gemacht hat, der wirklich gearbeitet hat. Alle anderen waren draußen. Auch, es gab nur wenige Handgriffe, die irgendwelche anderen Priester an dem Tag machen durften. Ja? Und er hatte alles dutzendmal geübt. Immer und immer wieder, wie das abzulaufen hat, was da, wie das funktionieren muss. Es durfte kein Fehler passieren. Ein Fehler wäre eine nationale Katastrophe gewesen. Wenn, dann hätte ja Gott womöglich die Sünden nicht vergeben. Verstehst du? Das war für die Leute damals von größter Bedeutung. Ne? Ein einziger Fehler hätte eine Katastrophe bedeutet. Denn dann wären die Sünden womöglich nicht vergeben gewesen. So, und wenn das dann, das dauerte Stunden und Stunden, wenn das dann irgendwann rum war und das Zeichen gegeben worden ist, dass das Opfer gebracht worden ist und Gott das Opfer angenommen hat, dann brach bei diesen Hunderttausenden von diesen Pilgern begeisterter Jubel aus. Nach stundenlangem Schweigen auf einmal diese erlösende Botschaft, ja, unsere Sünde ist vergeben, und ein tosender Jubel ging eben dort in Jerusalem zum Himmel. 3. Mose 16, ab Vers 30 heißt es, denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen von all euren Sünden. Werdet ihr rein sein vor Yahweh. Ein Schabbat völliger Ruhe soll er euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen, eine ewige Ordnung. So, der hohe Priester, hier habe ich ein Bild von ihm. Alle heiligen Aufgaben mussten von ihm ausgeführt werden. Ne? Er musste also das Räucherwerk darbringen, die Opfer darbringen, die Menora reinigen und so weiter. Und es war ihm nur er allein durfte sich auch innerhalb des Heiligtums überhaupt aufhalten, also auch im Heiligsten. Ne? Und er hatte sich, um da ja keinen Fehler zu machen, schon tagelang vorher zurückgezogen, war die ganze Zeit im Tempel gewesen, hatte das immer wieder trainiert. In der Nacht vorher durfte er nicht schlafen. Ne?
Er hat immer wieder an den Diensten mitgearbeitet, ja. Und er hatte sich an diesem Tag mehrmals umzuziehen, musste sich 5-mal rituell baden und 10-mal die Hände und Füße waschen. Und alles genau, wie es vorgegeben war. Also, wie gesagt, komplizierter Dienst. Der Hohepriester hatte einen Stier, der sein persönliches Eigentum sein musste, also den musste er gekauft haben, ja, für seine eigene Sünde erstmal zu opfern. Damit er überhaupt würdig ist oder rein ist, um überhaupt in das Allerheiligste reintreten zu dürfen, musste er erstmal für sich ein Opfer darbringen. Ja? Dann hat er nämlich diesen Stier genommen, hat seine Hand auf den Kopf des Tieres gelegt und hat ein Bekenntnis ausgesprochen. So war das üblich. Wenn die Opfertiere, bevor sie geschlachtet worden sind, da ist immer derjenige, der sie dargebracht hat, ist hingegangen und hat seine Schuld auf das Tier gelegt, was dann gestorben ist. Ja? Blut vergossen hat. Das war notwendig, damit die Sünde vergeben werden konnte. So, und dieses Bekenntnis, was der Hohepriester gesprochen hat, das war folgendes. O Herr, vor dir bekenne ich, dass ich gesündigt habe. Ich habe vor dir gefrevelt, ich und mein Haus. O Herr, mit deinem heiligen Namen, sühne doch die Sünden, die Verfehlungen, die Frevel, die ich begangen habe, ich und mein Haus. Wie in der Tora deines Knechtes Mose geschrieben steht, denn am heutigen Tag sühnt ihr euch von all euren Sünden. Vor dem Herrn sollt ihr gereinigt sein. Das war das, was erstmal passieren musste, dann wurde der Stier geschlachtet, dass er überhaupt in der Lage war, in dieses Heiligtum reingehen zu können. Also ins Allerheiligste. Ne? Später gab es noch ein weiteres ähnliches Bekenntnis, da wurden auch die Mitpriester mit hineingenommen. Und dann wird es langsam spannend. Das eigentliche Hauptopfer am Yom Kippur waren nämlich 2 Ziegenböcke. Also dieser Stier und 2 Ziegenböcke. Der Hohepriester hat an diesem besonderen Tag insgesamt 4-mal das Allerheiligste betreten. Ne? Und zwar durfte sich der Bundeslade nahen. Ne? Und zwar hier, beim ersten Eintreten hat er Räucherwerk dargebracht, ne? Und hat erstmal den Raum mit einer Rauchwolke erfüllt. Ne? Dann ist er rausgegangen, ohne sich umzuwenden. Beim zweiten Eintreten hat er dann das Blut des geschlachteten Stieres für seine eigene Söhnung auf den Deckel der Bundeslade gesprengt. Ne? Und zwar 1-mal nach oben, 7-mal nach unten. Beim dritten Eintreten, ne, kam er mit dem Blut eines von den beiden Ziegenböcken nochmal rein. Das schauen wir uns gleich an. Und dann beim vierten Eintreten ist er nochmal reingekommen, um die Asche zu entfernen. Das war also das, was da möglich war in das Eintreten des Allerheiligsten. Du musst dir Folgendes vorstellen. Im Alten Testament, bei der Stiftshütte oder auch beim Tempel, da gab es eine sehr starke Hierarchie. Ja, da gab es also Leute, die durften die Stadt, die heilige Stadt gar nicht betreten, weil sie, was weiß ich, aussätzig waren oder sowas. Ja? Und dann durften dort aufs Tempelplateau, durften erstmal mehr oder weniger alle Leute, ja? Aber bis zu einem bestimmten Bereich nur. Ab dann gab es eine Umzäunung, da war es Heiden absolut verboten, da reinzutreten. Da durften nur noch Mitglieder des Gottesvolkes rein. Dann gab es einen Bereich, bis dahin durften die Frauen kommen. Dann gab es einen Bereich, bis dahin durften die Männer kommen. Dann gab es einen Bereich, bis dahin durften die Leviten arbeiten. Dann gab es einen Bereich, wo die Priester arbeiten konnten. Manche dann nur besonders ausgelost zu bestimmten Diensten. Ja? Und dann gab es irgendwann diesen Bereich, wo nur der hohe Priester ein einziges Mal im Jahr an diesem Tag 4-mal da reintreten durfte. Ansonsten war das Ding verboten. Kein Mensch konnte sich, ich sag mal, Gott nahen. Es gab diese sehr starre Hierarchie im alten Bund. Übrigens noch ein kleiner Hinweis nochmal zur Bundeslade. Die Bundeslade war in der Stiftshütte und dann im ersten Tempel. Der erste Tempel, das war der Tempel, der unter Salomo gebaut worden ist. David hatte die Materialien gesammelt und unter Salomo wurde der dann gebaut. Und da war die Bundeslade, die war von David schon nach Jerusalem geholt worden und die wurde dann in den Tempel überführt. Irgendwann einmal unter Nebukadnezar, Jahrhunderte später,
wurde Jerusalem erobert, der Tempel verbrannt und die Juden weggeführt in die babylonische Gefangenschaft. Und vorher hatte man die Bundeslade aus dem Tempel in Sicherheit gebracht. Kein Mensch weiß, wo sie ist. Und mal, es gibt verschiedene Berichte und Erzählungen, wo sie sein könnte. Die wurde bis jetzt nicht gefunden und die Bibel sagt auch, dass sie nicht gefunden werden wird. Ich weiß, es gibt immer irgendwelche Berichte, Spekulationen, wo die sein soll. Ja, irgendwie unterm Busbahnhof, wo man mit der Sonde da unten gucken kann, sowas. Tatsache ist, von all diesen Berichten bis jetzt ist nichts verifiziert. Das Interessante, was es dabei ist, nach der babylonischen Gefangenschaft wurde der Tempel sehr bescheiden wieder aufgebaut. Das war dann der zweite Tempel. Und der wurde über die Jahre und Jahrhunderte immer wieder weitergebaut und weitergebaut, bis dann irgendwann Herodes kam, 400 Jahre später oder sowas, und der hat richtig prachtvoll den Tempel ausbauen lassen und dieses Tempelplateau errichten lassen. Da wurde viele, viele, viele Jahre dran gebaut. Auch zur Zeit Jesu, als er lebte, wurde da am Tempel immer noch gebaut. Und dieser Tempel war dann derjenige, der im Jahr 70 nach Christus fiel. Das war der zweite Tempel. Deshalb reden die Menschen auch davon, dass der dritte Tempel gebaut werden wird, irgendwann einmal. Aber worum es mir hier geht, ist, die Bundeslade war in der Stiftshütte und im ersten Tempel. Im zweiten Tempel, dem Tempel zur Zeit Jesu, war die Bundeslade gar nicht im Allerheiligsten drin. Es war leer. Da gab es einen Felsen, ja, der Even Shetiyah, und das war etwas, wo es so ein bisschen erhöht war, und da hatte die Bundeslade drauf gestanden, und da wurde dann das Blut einfach hingespritzt. In einem leeren Allerheiligsten. Sehr interessant, nicht wahr? Noch was anderes ist interessant. Der Hohepriester ist also durch das Heiligste gegangen und dann kam er ja an diesen großen Vorhang. Und das war ein gigantischer Vorhang. Der Raum war riesig hoch. Das war ein sehr großes Bauwerk, ein großer Raum und ein gigantischer Vorhang. Und das war auch nicht ein Vorhang wie bei dir zu Hause, die Gardine, sondern das war eher wie so ein Teppich. Der war Tonnen und Tonnen und Tonnen schwer. Und es war auch nicht nur einer, sondern es waren zwei, die hintereinander aufgehängt waren zur Zeit Jesu, ja? Als dieser Tempel so prachtvoll umgebaut worden war. Und man hatte Folgendes gemacht. Man hatte mit einem Seilzug hatte man eine Ecke von diesem Vorhang festgemacht und dann konnte man von außen kurbeln und den so ein bisschen anheben. Und da entstand so ein kleiner Spalt und da ist der Hohepriester reingegangen. Die beiden Vorhänge waren so etwa 50, 70 Zentimeter auseinander. Dann ist er einmal quer durch und von der anderen Seite wurde hinten ebenfalls aufgelupft und dann ist er da durchgegangen. So, es konnte wirklich niemand was sehen. Es war absolut unzugänglich. Es war wirklich schwierig, da reinzukommen. Ne? Ein extrem dicker, wie ein Teppich. Und der eigentliche Raum war natürlich vollkommen dunkel. Vollkommen dunkel, da war ja nichts. Der hatte höchstens seine paar Kohlen, die er mitgebracht hat. Und natürlich die Herrlichkeit des Herrn. Man sagt, die Herrlichkeit des Herrn hat den Raum erfüllt. Übrigens auch zur Zeit des zweiten Tempels, als die Bundeslade nicht mehr da war. Die Herrlichkeit des Herrn. Der Raum war mit Gold ausgekleidet. Wir wissen nicht, wie es war, aber gehen wir davon aus, dass der Raum erleuchtet war von der Gegenwart des Herrn. So, jetzt ist er also dort reingegangen, insgesamt diese viermal. Und nachdem er also diesen Stier geopfert hat, ne, wurde jetzt der erste von diesen beiden Ziegenböcken geschlachtet. Und dieser Ziegenbock, das Blut wurde ebenfalls in das Allerheiligste gebracht. Der hat seine Hände auf diesen, der erste Ziegenbock kam in, wie gesagt, wurde geschlachtet, sein Blut kam ins Allerheiligste. Der zweite Ziegenbock, da hat er seine Hände draufgelegt auf das Haupt und hat jetzt ein Schuldbekenntnis für das gesamte Volk ausgesprochen. Das ging folgendermaßen. Ich bitte dich, o Herr, sie haben gesündigt, sie haben gefrevelt vor dir, mein Gott, das Haus Israel.
Oh, mit deinem heiligen Namen sühne doch die Sünden, die Verfehlungen, die Frevel, die sie begangen haben, mein Volk, das Haus Israel. Wie in der Tora deines Knechtes Mose geschrieben steht, denn an diesem Tag sühnt er euch, um euch von allen euren Sünden zu befreien. Vor dem Herrn sollt ihr gesühnt werden. Dieses Ding hat er auf diesen zweiten Bock ausgesprochen. Das war also ein Bekenntnis über die Sünde des gesamten Volkes. Das war im Grunde genommen das, was an Yom Kippur passierte. Ja, der Hohepriester arbeitete ganz allein. Alles war hochernst und sehr feierlich. Und es gab einen besonderen Stier, der geopfert wurde, und zwei Ziegenböcke. So, und wenn wir uns das mal näher anschauen, dann wirst du feststellen, das ist absolut interessant, was da drin steckt. Es mussten zwei fehlerlose Ziegenböcke sein. Und diese beiden Ziegenböcke wurden als ein einziges zusammengehörendes Opfer angesehen. Also ein Opfer mit den zwei Ziegenböcken. Und der Hohepriester hat über diesen beiden Ziegenböcken ein Los geworfen. Das war damals üblich, das finden wir etliche Male im Alten Testament, das wurde ausgelost. Da finden wir in 3. Mose 16, Abvers 7 folgendes. Und er, also der Hohepriester, soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor Jahwe stellen. Und Aaron, also damals, ne, soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke. Ein Los für Jahwe und ein Los für Azazel. Und Aaron soll die Ziegenböcke herzubringen, auf denen das Los für Jahwe gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Hatten wir gerade gehört. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor Jahwe gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste vorzuschicken. Klingt komisch, nicht wahr? So, kannst du dir so vorstellen, beim Auslosen, welcher jetzt von den beiden Ziegenböcken für Jahwe ist und welcher für den, dieses Azazel ist, ne, das wurde sehr, sehr wichtig genommen. Der Hohepriester hat in ein goldenes Gefäß gefasst und hat zwei Lose rausgeholt und hat sie auf die beiden Ziegenböcke gelegt, eins rechts, eins links. Und dann wurden die umgedreht. Und auf dem einen stand eben für Azazel, das war der Sündenbock. Und auf dem anderen stand für Adonai, das war für den Herrn. Das war der Bock, der geschlachtet wurde und dessen Blut ins Allerheiligste kam. Ne? So, und hier haben wir jetzt zuerst mal den ersten Bock, diesen Bock für den Herrn. Das ist natürlich ein ganz klares prophetisches Bild. Ja? Das Opfer weist auf Jesus hin und es ist ein zusammenhängendes Opfer. Beide Ziegenböcke weisen auf Jesus hin. Ein Hinweis auf den Messias. Das Blut des Bockes für den Herrn kam ins Allerheiligste. Vom Hohenpriester getragen wurde es dort in die manifeste Gegenwart zu Gott gebracht. Direkt zu diesem Sühnedeckel, direkt zum Thron der Gnade. Ne? Und das ist es, womit sich der Hebräerbrief interessanterweise beschäftigt. Da finden wir in Hebräer 9, Abvers 11, Christus aber ist gekommen als hoher Priester. Er selber war der hohe Priester, der sozusagen im Himmlischen in das Allerheiligste in der Himmelswelt gegangen ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren heiligt, wie viel mehr das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Das, was Yom Kippur bedeutet, hat hier der Hebräerbrief aufgegriffen und hat gesagt, hey, guckt euch das an. Sowohl der Hohepriester ist ein Bild für Jesus, wie das Opfer ist ein Bild für Jesus. Er ist selber hineingegangen in die himmlische Dimension und hat sein Blut dargebracht, damit für uns alle Sühnung und Vergebung ermöglicht worden ist. Ne? Jesus hat auf Golgatha sein Blut vergossen und ein vollkommenes Opfer gebracht, ja,
damit das Volk im neuen Bund diese Vergebung der Sünden hat. Sein sündloses Blut hat ein für alle Mal alles Sünde getilgt für jeden, der es für sich in Anspruch nimmt. Ja, ewige, vollkommene Akzeptanz Gottes. Wer das für sich beansprucht, wer sagt, ja, ich akzeptiere, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat, der ist gerettet, der wird erlöst. Ja, durch das, was Jesus getan hat, ist völlige Genüge geleistet worden vom Anspruch her, was dieses Opfer und so weiter betrifft. Das ist das Bild von dem ersten Bock. Er steht genau dafür. Er ist gestorben, sein Blut wurde ins Allerheiligste gebracht und uns ist Vergebung der Schuld geworden. Halleluja. So, der zweite Bock ist auch ein Bild für Jesus. Und dieser zweite Bock, der steckt voller prophetischer Symbolik. Ja, das ist nämlich der Bock für Asaseel. Das ist der Bock, der in die Wüste gebracht wird. Und dieser Bock erfährt eine ganz eigentümliche, besondere Behandlung. Zuerst mal das Wort Asaseel. Was heißt das? Ist ein schwieriger Begriff. Ja, ist mehrschichtig. Bedeutet sowas wie verlassener Ort, der sich Entfernende, der Fortgeschickte, der Abgefallene. Asaseel steht für völlige Entfernung, für Beseitigung, für Verlassenheit, für Wüste, für Einsamkeit. Im übertragenen Sinne für Hölle, Verdammnis und Tod. Das ist dieser Bock. 3. Mose 16, ab Vers 20. Und jetzt pass auf. Dann soll er, nämlich der Hohepriester, den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihm alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Hey, das ist wirklich umfassend. Alle Schuld der Söhne Israels nach all ihren Vergehen und nach allen ihren Sünden. Und er lege sie, nämlich die Schuld, die Sünde, auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Diese Vorgehensweise findest du im gesamten Gesetz sonst nicht nochmal. Da gibt es keine Parallele dazu, das ist einzigartig. Auf dieses Tier wurde die Schuld, die Sünden des gesamten Volkes gelegt, seit dem letzten Yom Kippur. Dieser Bock, der Sündenbock, trug diese Schuld. Das war der Sündenbock. Ja? Hier wurde die Schuld eines gesamten Volkes auf dieses Opfertier gelegt. So hatte Gott es angeordnet. Das ist ein Bild für den Messias, das ist ein Bild für Jesus. Natürlich, all unsere Schuld, ja, liegt auf ihm. Schau, und Jesaja, ja, hat in der Messias-Prophetie, die du garantiert kennst, dieses Yom Kippur-Ritual aufgegriffen. Jesaja 53, Abvers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jahwe ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das ist genau das. Er war das Opfer. All unsere Schuld lag auf ihm, damit wir frei sein können von dieser Schuld. Diesem Ritual von dem Auslosen, welcher Ziegenbock für Asaseel ist und welcher für den Herrn ist, dem hat man sehr, sehr großen Bedeutung beigemessen damals. Ja? Und zwar sagte man, wenn das Los für den Herrn in der Rechten vom Hohen Priester aus ist, dann ist das etwas Gutes. Dann ist das der erste Hinweis darauf, dass Gott die Sünde vergeben wird und alles super ist. Ne? Das wurde als positiv gesehen. Kam das jedoch in die linke Hand, dann hat man gesagt, naja,
Vielleicht gibt es irgendeinen Hinderungsgrund, also irgendwie läuft es nicht so ganz rund. Vielleicht gibt es irgendwas. Ja? Soweit dazu. Und wenn du dann jetzt die jüdische Überlieferung anschaut, dann gibt es da ein paar verblüffende Überraschungen. Das steht nicht in der Bibel, das ist Überlieferung, ja, die wir haben, aber es ist trotzdem cool, sich damit zu beschäftigen. Und zwar ist seit der Zeit nach dem babylonischen Exil, ja, also als dann die wiederkamen und dann, wie gesagt, der zweite Tempel begonnen worden ist, aufzubauen, unter Nehemia, Esra, Zerubabel und so weiter, da ist Folgendes beschrieben zu diesem Yom Kippur-Ritual. Vielleicht ist das sogar noch viel, viel älter und ist dann überliefert worden, weiß man nicht, aber ab diesem babylonischen Exil, da ist es also auf jeden Fall verifiziert. Da hat man nämlich diesen Bock für Azazel, dem Sündenbock, im Tempel ein Stück karmesinrot gefärbte Wollschnur um die Hörner gebunden. Dem Bock, ja, um die Hörner gebunden. Rote Wolle, die wird gleich noch bedeutsam. Die Farbe sieht so ein bisschen aus wie Blut. Ne? Danach, nachdem das dann alles passiert war und man hatte die Schuld auf ihn gelegt, kam ein Mann, ein Priester oder so, der hat den Bock genommen und hat sich mit ihm auf den Weg gemacht in die judäische Wüste. Ist also in die Wüste mit ihm gegangen. Ne? Und das war am Anfang prozessionsartig aus dem Tempel raus, über den Ölberg ist er dann Richtung Wüste gegangen. Und das war ein weiter Weg. 15 bis 20 Kilometer, sagt man, ist er in die Wüste gegangen bis zu einer ganz bestimmten Steilklippe. Und es war natürlich ein hoher Feiertag, da durfte man ja nicht beliebig laufen. Er war von diesem Schabbatweg freigesetzt, er durfte diesen Weg gehen. Alle anderen mussten im Grunde genommen da bleiben, wo sie waren. Ja? So, jetzt ist dieser Sündenbock mit der roten Wolle in die Wüste geführt worden. Von der roten Wolle hatte man vorher, bevor er losging, noch mal ein bisschen wieder was weggenommen und im Tempel aufbewahrt. Jetzt ist der Mann, der stundenlang natürlich mit dem Bock unterwegs war, irgendwann angekommen. Ne? Und an der Steilklippe, wo er die hingeführt hatte, ne, hat er jetzt auch ebenfalls wieder von dieser roten Wolle etwas von dem Bock entfernt und hat es an einen Felsüberhang gehängt, der da war. Ja, hat die rote Wolle ein Stück an diesen Felsüberhang gehängt. Und dann hat er den Bock genommen, umgedreht, hat ihn an den Hörnern gepackt und hat ihn in die Tiefe gestoßen, über die Klippe hinaus. Und der Bock fiel herunter und wurde unten zerschlagen. Zerschlagen. Zerschmettert vom Aufprall. Und danach ging der Mann eben zu der letzten Wegstation zurück. Mehr durfte er dann nicht gehen. Und per Signal wurde das bis zum Tempel übermittelt, dass jetzt der Bock tot sei. Und jetzt kommt was sehr extrem Interessantes. Regelmäßig, immer wieder, jedes Jahr, soll ein erstaunliches Wunder geschehen sein. Die rot gefärbte Wollschnur wechselte die Farbe. Sie verfärbte sich in dem Moment, wo der Bock tot war, plötzlich weiß. Und zwar unten, da wo der Bock war, wie auch an dem kleinen Felsvorhang dort bei der Klippe, wo der Mann war, wie auch die Wolle im Tempel. Das war ein übernatürliches Zeichen der göttlichen Vergebung. Und das war ein Symbol, was für jedermann super, super leicht war. Ja? Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Ja? Gott hat das Opfer angenommen. Ja, das wurde übernatürlich offenbart. Diese Bibelstelle von Jesaja war vielleicht etwas, was schon zu seiner Zeit so praktiziert worden ist. Ja, vielleicht war es auch etwas, was er nur prophetisch gesehen hat. Man weiß nicht mehr, wann diese bestimmte Praxis eingeführt worden ist. Aber es ist etwas, was seit vielen Jahrhunderten schon, bevor Jesus kam,
praktiziert war und was auch zu seiner Zeit so durchgeführt worden ist. Wie gesagt, jüdische Überlieferung steht so nicht in der Bibel. Interessant ist jetzt eine Erwähnung im Talmud aus dem ersten Jahrhundert. Der Talmud ist eine Art Lehrbuch, eine Interpretation rabbinischer Weisheit zum Thema Tora und so weiter. Da steht folgender bemerkenswerter Satz drin. Unsere Meister, die Rabbanim, lehrten. 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Hauses kam das Los nicht in die Rechte, noch wurde der rot gefärbte Stoffstreifen weiß. Das ist eine etwas mysteriöse Aussage. Unsere Meister lehrten. 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Hauses, das ist der Tempel. Der Tempel wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört. Ne? 40 Jahre vorher, bevor das passierte, kam das Los, worum es hier geht, nicht in die Rechte, also negatives Zeichen, noch wurde der rot gefärbte Stoffstreifen weiß. Das heißt, das übernatürliche Wunder blieb aus. 40 Jahre vor dem Jahr 70 nach Christus, das heißt etwa um das Jahr 30 nach Christus, gab es etwas, was diese übernatürliche Sache geändert hat, wo sich was verändert hat. Das Yom Kippur-Los kam nicht mehr in die Hand rechts, sondern war immer links, über 40 Jahre. Und dieser Stoffstreifen blieb rot. Heißt, das Opfer wurde von Gott nicht akzeptiert, wurde nicht angenommen. Gemäß jüdischem Verständnis war das also, dass Gott die Sünden des Volkes nicht vergeben hat. Es gab einen Hinderungsgrund. Das war eine nationale Katastrophe. Die Wahrscheinlichkeit, dass das 40 Jahre lang hintereinander kontinuierlich passiert mit diesem Los, ja, ist einmal 2 hoch 40, das ist etwa 1 zu 1.000 Milliarden. Also wirklich gering. Ne? Wirklich gering. Ein übernatürliches Zeichen. Gott sagt, hier ist was nicht in Ordnung. Und dann eben dieser Stoffstreifen, der rot blieb. Eine absolute Tragödie. Musst du dir vorstellen. Die Leute waren da, die ganzen Pilger waren da, die Hügel um das Tempelplateau waren gesäumt mit ihnen, sie standen in der Hitze, sie haben nicht gegessen, sie haben nicht getrunken. Und dann kam es dazu und auf einmal gab es eben keine Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, was sie signalisiert haben, aber der Jubel blieb aus. Was? Das hatten sie nie gehört. Das gab es nicht. Gott hat die Sünde nicht vergeben. Ich denke, die sind alle wie begossene Pudel weggegangen. Ja? Hilfe, was war da passiert? Sie haben vielleicht gedacht, der Hohepriester hat irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung war. Und dann haben sie gehofft aufs nächste Jahr. Im nächsten Jahr, da wird es besser. Und dann sind sie wieder alle da. Was passiert? Genau das Gleiche. Kein übernatürliches Zeichen. Das Opfer wird zwar durchgeführt, aber der Jubel bleibt aus. Eine absolute Katastrophe. Warum? Sie wussten, die Sünde ist nicht getilgt. Die Sünde des Volkes ist nicht getilgt. Obwohl sie gucken, dass sie alles richtig machen, ist es nicht getilgt. Das war eine entsetzliche Nachricht für die Leute. Meine Sünde wird nicht vergeben. Und sie wussten, dass es katastrophal ist. Eine Tragödie. Dann sagt die jüdische Überlieferung, dass 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels durch Titus, etwa auch ab dem Jahr 30 somit, die Herrlichkeit Gottes nicht mehr im Allerheiligsten anwesend gewesen ist. Gottes Gegenwart war vom Tempel gewichen. Jetzt war das Allerheiligste wirklich richtig leer. Weiterhin wird uns berichtet, dass bei dem Yom Kippur, das ist etwa ein gutes halbes Jahr nach dem Passafest, dem Yom Kippur, was darauf folgte, dass Jesus gekreuzigt worden war, also wie gesagt, ein halbes Jahr später, dass Jesus gekreuzigt worden war, an dem Yom Kippur sagt die Überlieferung, dass der Bock lebend aus der Wüste zurückgekehrt ist.
So, was passierte hier? Um das Jahr 30 nach Christus war die Kreuzigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu. Und exakt ab dem Zeitpunkt der Kreuzigung war das vollkommene Opfer gebracht. Jetzt konnte Gott gar nicht mehr das Yom Kippur-Opfer annehmen, weil es gab jetzt das vollkommene Opfer. Das war noch alter Bund. Aber durch Jesu Kreuzestod und seine Auferstehung war der neue Bund etabliert. Jetzt war alles anders. Die Sündenvergebung war perfekt. Man brauchte diesen Sündenbock, diesen Ziegenbock nicht mehr. Ja? Gott konnte ihn gar nicht mehr annehmen. Der alte Bund war vorüber. Es war etwas Neues gekommen. Es war das für alle Zeiten gültige, ewige Opfer dargebracht worden. Halleluja! Ja? Das Stückwerk dieser Schatten, dieser Vorschatten, war dem perfekten Opfer gewichen. Ne? Ich sag mal so, der vollkommene Sündenbock war gekommen, Jesus Christus. Er hatte die Sünde und die Schuld der gesamten Welt tatsächlich auf sich genommen. Und wie dieser Bock an dem Felsen zerschlagen ist, ja, so wurde auch Jesus Leib zerschlagen. Ne? Die jüdischen Menschen damals, ab dem Jahr 30 nach Christus, wussten, unser Opfer wird von Gott nicht angenommen. Die haben die Tragweite, die haben diese fürchterliche Situation verstanden. Das war eine göttliche Botschaft. Ne? Die haben die Brisanz verstanden, die haben die Tragik verstanden. Und nicht nur ein Jahr und zwei Jahre und fünf Jahre, sondern 40 Jahre lang hintereinander. Immer die gleiche Message. Weißt du was? Die göttliche Botschaft an das Volk der Juden hätte nicht deutlicher sein können. Ja? Und ich persönlich glaube, dass sich im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Israeliten aufgrund dieses übernatürlichen Zeichens Jesus zugewandt haben und sich der Gemeinde angeschlossen hat. Das Neue Testament berichtet uns, dass viele Juden und insbesondere auch viele Priester gläubig wurden. Viele Priester wurden gläubig. Warum? Weil die hatten ein Verständnis für die Zusammenhänge. Die wussten, worum es geht. Viele Priester haben Jesus angenommen. Ich bin sicher, weil sie wussten, die braucht nur nachzuzählen. Gott nimmt das Opfer nicht mehr an. Was war denn da passiert? Der Messias ist gekreuzigt worden. Und sie haben das ergriffen, sie haben das verstanden, weil sie einen, ich sag mal, theologischen Zugang hatten dazu. Also ich finde das eine grandiose Botschaft. Eine grandiose Botschaft. Jesus starb und das vollkommene Opfer ist da. Für dich und für mich. Wir brauchen keine Bedeckung mehr. Weißt du, Bedeckung, das kannst du dir so vorstellen. Du hast jetzt so einen Tisch. Der ist komplett hin. Der ist richtig kaputt. Alles erbärmlich. Ja? Dann machst du eine schöne weiße Tischdecke drüber und kein Mensch weiß, wie erbärmlich und kaputt der Tisch ist. Wie dreckig, wie verschmutzt, was da ist. Bedeckt. Alles ist super. Ja? Aber der Tisch ist immer noch der alte. Das ist Bedeckung. Das ist Yom Kippur. Was Jesus gemacht hat, ist, er gibt dir einen komplett neuen Tisch. Du brauchst diese Tischdecke nicht mehr. Alles neu. Halleluja. Alles neu. So. Seit fast 2000 Jahren feiert jetzt das jüdische Volk Yom Kippur ohne die Versöhnung. Den Versöhnungstag ohne die Versöhnung. Weil das Opfer fehlt. Ne? Denn nach der Zerstörung des Tempels konnte kein Yom Kippur-Opfer mehr dargebracht werden. Es hörte völlig auf und ist bis auf den heutigen Tag so geblieben. Heute, im Judentum, gibt es lediglich dieses eintägige Fasten mit der Selbstprüfung und die Bitte um Gottes Vergebung. Ich hatte darüber gesprochen, ja, dass in Israel 3/4 aller Juden das halten mit dem Fasten und 95% den Tag tatsächlich in besonderer Weise begehen. So, der Messias war und ist das Opfer. 40 Jahre nach seinem Tod wurde der Tempel zerstört. Seitdem kein Opfer mehr. Und das Interessante ist, es gibt ein spezielles jüdisches Gebetsbuch für Yom Kippur. Das heißt Machsor. Ein spezielles jüdisches Gebetsbuch, was für diesen Tag gebraucht wird. Eben heutzutage. Ne? Und da ist ein eigentümliches Zitat drin. Da heißt es: Unser gerechter Messias ist von uns gegangen und wir haben niemanden, der uns gerecht macht.
Er nahm das Joch unserer Sünden und Übertretungen auf sich. Er wurde für unsere Übertretungen geschlagen. Er trägt unsere Sünden auf seinen Schultern, sodass wir für unsere Missetat Vergebung erlangen können. Bemerkenswert. Das in der Stiftshütte und später im Tempel gefeierte Yom Kippur war nur ein vorläufiges, vorausschauendes Opfer. Wie schon gesagt, im Alten Bund konnte die Sünde niemals getilgt werden. So lesen wir in Hebräer 10, Vers 4. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Also wegnehmen. Stimmt, es kann es nur bedecken. Aber durch das Opfer, was wir haben, können wir komplett frei sein. Und das ist grandios. So spricht Yom Kippur von diesem Hineintreten in das Allerheiligste, in die Gegenwart des Herrn. Es spricht von diesem besonderen hohenpriesterlichen Dienst. Es spricht davon, von Angesicht zu Angesicht vor dem Gnadenthron zu stehen. Ja? Man kann sich dem Herrn nahen. Es spricht davon, dass unser Blutrot der Sünde weggenommen wird und wir weiß werden wie Schnee, wie Wolle. Und das ist absolut grandios. Schau, ich hatte vorhin darüber gesprochen, dass es diese Hierarchie gab. Ja, diese Hierarchie, wo man nur in bestimmter Weise sich zu Gott nahen konnte, wo man hinzutreten konnte. Weißt du, was die Bibel sagt im Hebräerbrief? Lasst uns hinzutreten mit aufgedecktem Angesicht zum Thron der Gnade. Hey, das gilt für dich und für mich. Heißt im übertragenen Sinne für Yom Kippur, wir dürfen direkt zum Gnadenthron gehen, wir dürfen ins Allerheiligste hineingehen. Es gibt diese Trennung nicht mehr. Schau mal, als Jesus gestorben ist am Kreuz, ist der Vorhang zerrissen. Von oben nach unten. Das heißt, Gott hat ihn aufgeteilt. Ja? Und es gibt noch eine andere Überlieferung, steht auch nicht in der Bibel, ist nur Überlieferung. In dem Moment schwangen die riesigen Tempeltüren auf. Du, das waren gigantische Monstertüren. Die mussten, ich weiß nicht, glaube ich, 8 erwachsene Männer, Leviten, mussten die zudrücken, weil die so gigantisch schwer waren. Jeden Flügel. Ja, die schwangen einfach auf. Die wurden wieder zugemacht. 3-mal sind die übernatürlich aufgegangen. Im Grunde genommen konnten die Leute, wenn sie gute Augen hatten, sehen, guck mal, das Allerheiligste ist vollkommen leer. Ja, es ist ein Zeichen dafür, dass der alte Bund vorbei war. Das vollkommene Opfer war gebracht. Ja, als Jesus starb, gab es die Dunkelheit, gab es Erdbeben, sind Tote auferstanden und in der Stadt den Leuten erschienen. Und eben dieser Vorhang ist zerrissen. Ne? Und ab dann war alles anders. Und wenn der Hebräerbrief sagt, wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade, ist das, du darfst direkt unmittelbar in die Gegenwart Gottes kommen. Es gibt nichts mehr, was dazwischen ist. Du brauchst nichts. Du brauchst keinen Mittler, Priester, irgendwas, der dir da irgendwas macht, sondern du gehst zu Gott. Deine Sünde ist getilgt. Es gibt, der Weg ist offen. Und das Schöne ist, der Weg ist offen, eben auch für Heiden und für Frauen und für Männer. Und alle dürfen direkt hinzutreten. Diese ganzen Reglementierungen, diese ganze Hierarchie ist weg. Der Weg ist frei. Es gibt keinen Menschen auf diesem Globus, für den der Weg nicht frei ist, hinzutreten zu können zum Thron der Gnade. Wenn er denn sagt, ich nehme das für mich an, ich akzeptiere, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, ich akzeptiere, dass er mein Herr und Retter ist und dass ich durch dieses vollkommene Opfer, was er gebracht hat, in Ewigkeit mit Gott zusammen sein kann und ewiges Leben haben kann. Das ist die Botschaft der Erlösung. Im Alten Testament mit Yom Kippur merkst du, wie, ich will nicht sagen krampfig, das stimmt nicht, wie mühselig, wie kompliziert es war. Ja, weil es musste alles eben nach diesem Konzept laufen. Im Neuen Testament, der Weg ist frei. Du kannst zu Gott kommen, egal wie du bist. Es gibt keinen Menschen, egal was er ausgefressen hat, der nicht zu Gott kommen kann. Es gibt nichts, was dich daran abhalten kann, zu ihm zu kommen. Und für jeden ist Vergebung der Sünden da. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, so sagt die Bibel. Und deshalb einfach diese Botschaft von dieser Erlösung, die da ist, ja, dass wir hineingehen können in das, was der Herr für uns hat. Es ist so grandios. Ich bin so begeistert davon. Ich bin begeistert für das, was der Herr gemacht hat. Im Alten Testament
siehst du den Vorschatten und dann im Neuen Testament siehst du die kompletten Segen, die komplette, wie der Herr es durchgeführt hat. Und es ist einfach super. Und ich möchte noch für dich beten, oder wir möchten für dich beten, einfach für diese, dass du das erfasst, dass du das ergreifst. Im Namen Jesus segne ich dich. Ich segne jeden Einzelnen, der zuschaut. Ich spreche aus, dass du ein Verständnis dafür bekommst, was es heißt, dass der Herr Jesus Christus für deine Schuld, für deine Sünde, für deine Vergehen, für deine Übertretung gestorben ist und dass das Opfer, was er gebracht hat, für dich ist. Und alles, was du tun musst, ist, dass du es für dich in Anspruch nimmst. Ja, dass du es für dich in Anspruch nimmst. Guck mal, wie im Alten Testament derjenige, der gesündigt hatte, seine Schuld auf den Kopf des Opfertieres gelegt hat. So gibst du deine Schuld und sagst, Herr, trag sie für mich. Und er nimmt sie gern. Und schon bist du frei. Ich bete dafür, dass du ein Verständnis dafür bekommst, was der Herr für dich getan hat. Und dass du hinzutreten kannst zum Thron der Gnade. Es gibt nichts, was dich davon abhält. Er will, dass du hinzutrittst. Er will persönliche Beziehung zu dir haben, Gemeinschaft mit dir haben. Du darfst kommen, direkt zu ihm hin. Es gibt nichts, was dich abhalten kann. Geh einfach, geh hin und sag, Herr, ich möchte mich öffnen für dich. Ich akzeptiere das in ganz neuer Weise. Und wenn du das vielleicht vor Jahren schon mal gemacht hast, du tust einfach neu und sag, Herr, ich gebe dir mein Leben neu. Ich will deine Fülle haben. Ich will deine kompletten Segen haben. Ich will aufhören mit dem ganzen krampfigen Getue, was im neuen Bund nicht mehr notwendig ist. Ich will aufhören mit irgendwelchen religiösen Aktivismus. Ich komme zu dir, weil ich brauche nicht mehr irgendwas leisten, sondern ich kann zu dir kommen, weil du alles getan hast und der Herr freut sich und er wartet nur auf dich. Yes. Jesus, wir danken dir für das Opfer, was du gebracht hast. Wir danken dir, es hat alles in allem erfüllt. Es braucht nicht noch zusätzlich irgendetwas getan zu werden. Amen. Sondern die Freiheit, zu der du uns gerufen und berufen hast, die gehört uns, wenn wir Ja gesagt haben zu dir. Absolut. Und Herr, ich bete für jeden, der jetzt hier zuhört, dass das eine ganz neue Gewissheit und Offenbarung in seinem Herzen wird. Dass du gestorben und auferstanden bist und dass die Freiheit am Kreuz, die du erwirkt hast, die Freiheit ist, dass wir durch eine Tür in ein neues Leben, eine neue Identität, in ein neu, alles Halleluja. Neu bei dir hineingetreten Amen. Sind. Herr, wir danken dir, dass du gesagt hast, siehe, ich mache alles neu. Alles heißt unsere ganzen Lebensbereiche, unsere Beziehungen, unser alles, was uns ausmacht, ist neu geworden, wenn wir dich angenommen haben. Amen. Jesus, ich bete, dass das ein neues Feuer jetzt entzündet wird von dem Heiligen Geist, in jedem, der hier zuhört, dass eine neue Salbung ausgegossen wird von dem Heiligen Geist, dass wir neu erkennen, welches Opfer du für uns gebracht hast, welches Geschenk wir bekommen haben und dass du uns rufst, dass wir hinzutreten können zum Thron der Gnade mit Kühnheit, mit offenem Angesicht, mit nichts, was wir zurückhalten müssen. Sondern du bist da und du sprichst für uns dein Amen. Amen. Und Herr, du bist der, der sagt, ich nehme dich an, so wie du bist. Ja. Und ich stelle dich wieder her. Ich heilige dich, ich berufe dich und ich setze dich, dass du Frucht bringst und deine Frucht bleibt. Amen. Ja. Yes. Halleluja. Genau. Wir haben bei uns auf der Webseite eine Predigt, wo man wirklich sagen kann, ein Mann, der so ziemlich alles versiebt hat, was du im Leben versieben kannst, der wirklich gesündigt hat, big style. Ein Nazi-Kriegsverbrecher. Ja? Mhm. Keitel hieß der. Der die Gnade des Herrn entdeckt hat. Der dem vergeben worden ist. Ja? Der ist bei den Nürnberger Prozessen ist er hingerichtet worden. Mhm. Ja? Aufgehängt worden. Aber vorher hat er sich bekehrt und einige andere auch. Das ist eine ganz, ganz interessante, bemerkenswerte Geschichte aufgrund eines amerikanischen, deutschsprechenden Pastors, der da aktiv war. Schau es dir mal an. Ja. Das ist schon sehr bewegend. Das ist sehr bewegend. Also wenn du daran zweifelst, dass es Menschen gibt, die wirklich gesündigt haben und die der Herr annimmt, dann guck dir das an. Weil es gibt immer Menschen, die sagen, ja, bin ich denn gut genug oder kann ich denn nicht oder ich weiß nicht oder ich habe das gemacht oder sonst gewogen, was. Gewogen und für zu leicht. Eben. Und daran merkst du, jeder kann kommen.
Es ist vollkommen egal, was der Mensch gemacht hat. Es ist vollkommen egal. Der Herr ist für deine größte Sünde gestorben. Und weißt du was? Du brauchst auch Vergebung für deine kleinste Sünde. Die kleinste Sünde muss ebenso vergeben werden. Und dafür ist er auch gestorben. Ne? Amen. Amen. Yes. Ja. Was für eine Botschaft. Der Versöhnungstag. Das ist wirklich immer sehr bewegend, auch mit der Wolle, mit der roten Wolle, der weißen Wolle, mit der Vergebung. Das ist für mich so wertvoll. Und vor allen Dingen das, was wir heute haben. Ja, das ist das eigentlich das Coole. Das ist das eigentlich Coole. Okay. Völligen Zugang zum Thron der Gnade. Genau. Halleluja. Das war's für heute. Nächste Woche wieder Gebet mit Mosekörbchen und Abendmahl. Sei dabei. Ja. Wir freuen uns schon. Das stimmt. Amen. Ja, das stimmt. Bereite dein Abendmahl schon vor, dass wir dann das nächste Mal das alles schon haben und wir dann gemeinsam für die Anliegen, die eingegangen sind, einstehen wollen. Ja. Genau. Und denk dran, dir die Broschüre Der Spaziergang kostenlos zu bestellen, einfach damit viel, viel, viel mehr Menschen das erfahren können. Ja, diese komplette Vergebung der Schuld und damit sie erfahren können, Gott hat mehr für dich. Amen. Halleluja. Okay. Seid gesegnet. Gott hat mehr für dich. Das stimmt wirklich.